Evangelische Kirchengemeinde Dünnpfarrer-Rüsing. Wir sind hier in der Stahlsmühle, im schönen Wasserrad. Wir haben ja nun schon öfters darüber gesprochen, was tröstet mich? Und haben auch viele Antworten gefunden. Und eine Antwort, die haben wir so aber noch nicht gelesen, ist die des Königs Salomo, der ja weise war. Und dessen Weisheit darin besteht zu sagen, wir erdulden das, was uns auferlegt ist. Wir nehmen es aus Gottes Hand, er wird solche Zeiten schicken und vielleicht auch bessere. Und hat damit die Geduld an den Tag gelegt, wie vielleicht so ein Mühlrad. Das war die Idee, dass ich hier nun stehe. Und ich möchte lesen aus dem, was König Salomo geschrieben hat, Prediger Salomonius 3. Kann man mal selber nachlesen, schon mal alles mal im Zusammenhang sich angucken. Ein jegliches hat seine Zeit, schreibt er, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut, bei allem seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Die Weisheit des Königs Salomo. Salomo ist ja der Sohn Davids und Jesus nennen wir auch einen Sohn Davids, aber von ganz anderer Güte, der gesagt hat, bei mir habt ihr Leben und volle Genüge. So wünsche ich euch seinen Trost, seine Kraft und die Weisheit, sich genügen zu lassen.